Hallo, mein Name ist Claudia Plant und ich bin Professorin an der Fakultät für Informatik der Universität Wien. Heute gebe ich Ihnen eine kurze Einführung in Data Science. Data Science ist ein sehr interdisziplinäres Feld. Der Begriff fasst datengetriebene Forschungsaktivitäten aus der Informatik, der Statistik und aus den Anwendungen zusammen. Alle diese Forschungsaktivitäten haben jedoch eines gemeinsam. Sie beschäftigen sich mit Daten. Daten sind die Repräsentation eines Ausschnitts der realen Welt am Rechner. Betrachten wir zum Beispiel ein soziales Netzwerk, so wie dieses hier. Es besteht aus Knoten, die Personen repräsentieren, und Kanten, die Verbindungen zwischen ihnen repräsentieren. In unserem Beispiel sind die Knoten Studierende, und die Kanten bezeichnen Freundschaft zwischen ihnen. Knoten können verschiedene Eigenschaften haben. Wir nennen diese auch Attribute. Im Beispiel wurden zwei Attribute erhoben. Das Alter der Studierenden, das mit unterschiedlichen Farben dargestellt ist, ist ein numerisches Attribut. Jüngere Studierende sind in grüner Farbe dargestellt und ältere in rot. Außerdem haben wir noch ein binäres Attribut, nämlich ob jemand diese Lektion schon durchgearbeitet hat. Es hat nur zwei Werte, nämlich ja oder nein. Studierende, die die Lektion bereits besucht haben, sind im Bild mit einer Raute dargestellt. Diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, mit einem Kreis. Es gibt außerdem in Netzwerken verschiedene Arten von Kanten. Im Beispiel haben wir die einfachste Art, nämlich ungewichtete und ungerichtete Kanten. Kanten können Gewichte haben, die die Stärke der Verbindung aussagen oder auch gerichtet sein. Bei Freundschaften macht beides Sinn, wurde aber an unserem Beispiel nicht erhoben. Das zeigt, dass es immer eine Modellierungsentscheidung ist, welche Eigenschaften der realen Welt in Daten erfasst werden. Neben der zu untersuchenden Fragestellung und den Algorithmen, die man auf Daten anwenden möchte, spielen auch ethische Aspekte und Privatheit eine Rolle bei der Entscheidung, welche Daten genau erhoben werden. Im Rechner wird die Information unseres sozialen Netzwerks als Tabelle repräsentiert. Man sagt auch Matrix dazu. In den Zeilen und in den Spalten der Tabelle finden wir die Knoten. Wenn zwischen zwei Knoten I und J eine Verbindung besteht, dann steht in der Zeile I und in der Spalte J eine 1, hier in schwarzer Farbe dargestellt. Ansonsten eine 0. Für gewichtete Netzwerke ist die Tabelle nicht binär. Stattdessen wird in der Zelle IJ das Kantengewicht gespeichert. Die Attribute für die Knoten werden in einer zusätzlichen Tabelle gespeichert. Diese hat so viele Zeilen, wie es Knoten gibt, und so viele Spalten, wie es Attribute gibt. Soziale Netzwerke sind häufig riesige Datensätze, da wir oft Tausende von Personen und Hunderttausende oder sogar Millionen von Verbindungen haben. Schon bei unserem kleinen Netzwerk wird außerdem deutlich, die Repräsentation am Rechner ist für den Menschen nicht verständlich. Daher brauchen wir Data Science Algorithmen, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Ein Algorithmus ist eine präzise Beschreibung eines Verfahrens zur Lösung einer bestimmten Aufgabe. Ein Algorithmus kann in einer Programmiersprache implementiert werden und dann am Rechner ausgeführt werden. Betrachten wir nun verschiedene Data Science Aufgaben am Beispiel unseres sozialen Netzwerks. Representation Learning ist die Aufgabe, eine bessere Repräsentation oder Darstellung für eine komplexe Datenmenge zu finden. Dieses Bild ist für uns viel besser verständlich als die großen Tabellen. Mathematisch betrachtet ist es eine Repräsentation unseres Netzwerks in einem zweidimensionalen Vektorraum, sodass wir das Netzwerk zeichnen können. Wenn wir nun die Attribute durch verschiedene Farben darstellen, können wir sehen, dass die Attribute mit dem Verbindungsmuster gut zusammenpassen. Jüngere Studierende in grüner Farbe schließen häufiger Freundschaft mit anderen jüngeren Studierenden. Soziale Homophilie, also die Tendenz, eher Verbindungen mit ähnlichen Menschen einzugehen,
ist ein bekanntes Organisationsmuster in sozialen Netzwerken. Für die Repräsentation von komplexen Netzwerken ist ein zweidimensionaler Vektorraum häufig nicht ausreichend und man verwendet dann höherdimensionale Räume. Das hat natürlich den Nachteil, dass man dann das Netzwerk nicht mehr zeichnen kann. Es gibt aber spezielle Visualisierungstechniken für komplexe Daten. Neben der Visualisierung von Daten ist Representation Learning häufig die Grundlage für weitere Data Science Aufgaben, wie zum Beispiel Clustering und Link Prediction. Es gibt zahlreiche Ansätze zum Representation Learning, zum Beispiel Algorithmen, die auf spektralen Methoden aus der Graphentheorie basieren oder auf Deep Learning. Betrachten wir nun Clustering etwas genauer. Clustering ist die Aufgabe, eine natürliche Gruppierung in den Daten zu finden, sodass ähnliche Objekte derselben Gruppe, Cluster genannt, zugeordnet werden und unterschiedliche Objekte zu verschiedenen Clustern. In unserem Beispiel findet ein Clustering-Algorithmus drei Gruppen von Studierenden, die untereinander viel Kontakt haben. Zwischen den Gruppen gibt es weniger Verbindungen. Wir können diese Cluster in der Tabelle sehr gut sehen, wenn wir die Zeilen und Spalten nach den Clustern umsortieren. Dadurch entstehen Blöcke von Einsen auf der Diagonale der Tabelle. Das sind die Kontakte innerhalb der Cluster. Unser Clustering ist auch in den Attributen deutlich zu sehen. Der erste Cluster beinhaltet jüngere Studierende in grüner Farbe, die diese Lektion weitestgehend noch nicht besucht haben. Das sehen wir im Bild an den Histogrammen auf der rechten Seite, die die Verteilung der Attribute innerhalb des Clusters zeigen. Der Cluster ganz unten in der Tabelle sind ältere Studierende, die die Lektion schon fast alle bearbeitet haben. Manche Clustering-Algorithmen basieren auf Representation Learning. Das bedeutet, sie finden erst einen niedrigdimensionalen Vektorraum für die Daten und clustern dann darin. Andere Algorithmen clustern die Datenmenge direkt. Um ein Netzwerk zu clustern, bietet es sich beispielsweise an, eine Sortierung der Zeilen und Spalten zu finden, sodass die Cluster am besten herausstechen. Um einen Algorithmus, der am Rechner ausgeführt werden kann, anzugeben, müssen wir diese Idee präzisieren. Entropie ist ein Maß für den Grad an Unordnung in der Tabelle und auch für die Qualität des Clusterings. Eine Sortierung mit niedriger Entropie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Tabelle sehr ordentlich aussieht. Auf der Diagonale haben wir stark verbundene Cluster. Die Entropie innerhalb dieser im Bild blauen Blöcke ist gering, da fast alle Kanten gesetzt sind. Auch außerhalb dieser Blöcke haben wir eine geringe Entropie, da es dort fast gar keine Kanten gibt. Aus dem ursprünglichen Salt and Pepper ist eine sehr geordnete Tabelle geworden, die wir nun auch viel besser verstehen können. Ein weiteres Beispiel für eine Lernaufgabe ist Link Prediction. Gegeben ist das soziale Netz von heute. Die Aufgabe ist es, vorherzusagen, welche Freundschaften in den nächsten Monaten entstehen werden. Link Prediction-Algorithmen erstellen ein Modell aus den bereits vorliegenden Daten. Basierend auf diesem Modell können wir die Wahrscheinlichkeit von neuen Verbindungen vorhersagen. In unserem Beispiel ist es viel wahrscheinlicher, dass Studierende ähnlichen Alters mit ähnlichen bereits belegten Lehrveranstaltungen Freunde werden. Viele Techniken zum Link Prediction bauen auf Representation Learning Methoden auf. Knoten, die in dem gelernten Vektorraum näher beieinander sind, werden eher wahrscheinlich Verbindungen eingehen. Link Prediction gehört zur Klasse der sogenannten überwachten Lernaufgaben. Link Prediction Algorithmen brauchen eine sogenannte Trainingsdatenmenge. Das sind im Beispiel die bereits bestehenden Verbindungen zwischen den Knoten und die Attribute der Knoten. Auf dieser Basis werden zukünftige Verbindungen vorhergesagt. Clustering und Representation Learning werden meistens als nicht überwachte Lernaufgaben betrachtet. Diese Aufgaben benötigen keine separaten Trainingsdaten.
Wir haben uns in dieser Lektion am Beispiel eines sozialen Netzwerks angeschaut, wie wir Daten aus der realen Welt am Rechner repräsentieren können. Außerdem haben wir Representation Learning, Clustering und Link Prediction als Lernaufgaben kennengelernt. Generell unterscheiden wir zwischen nicht überwachten und überwachten Lernaufgaben. Im nicht überwachten Lernen sind uns nur die Daten gegeben. Ein Lernziel muss nicht unbedingt genau bekannt sein. Wir sind daran interessiert, beliebige interessante Muster in den Daten zu finden. Man spricht hier auch von explorativer Datenanalyse. Im überwachten Lernen sind uns Trainingsdaten gemeinsam mit einem genau definierten Lernziel gegeben. Gesucht ist ein Modell, das dieses Lernziel auf neuen Daten möglichst gut erfüllt. In der nächsten Einheit wird Ihnen mein Kollege Sebastian Ciacek einen tieferen Einblick in überwachtes Lernen geben.